weiter mit Civ 6 live auf Twitch bei WWs Junger Herde und mit einem Handwerker, der hier für uns dieses Geländefeld anschließen soll, bevor es in die nächste Runde geht. Ah, und wir müssen noch eine Einheit ziehen. Ja, du kannst nicht weiterziehen, danke. Und der Handwerker hier ist ja nur ein Reparateur, eigentlich. Wir könnten auch die Wale anschließen. Wenn wir uns sicher wären, dass wir dadurch cool mehr Erträge bekommen. Was bekommen wir denn für angeschlossene Wale? Was hat man denn da für Erträge? 2 Nahrung, 1 Produktion, 4 Gold. Also 2 Gold mehr. Oh, für 2 Gold mehr und einen halben Wohnraufpunkt. Irgendwie bin ich dafür noch zu geizig. Nee, Brot und Spiele geben uns auch Selbstloyalität. Weil ja die Produktion unserer Loyalität geboostet wird. Jetzt habe ich irgendwas weggedrückt. Entschuldigt. Wahrscheinlich wurden wir gedisst. Genauso wie wir gedisst wurden von Jaja. Hat einer von euch mitbekommen, was der Brasilianer von uns wollte? Der wollte bestimmt irgendwas Blödes von uns. Und er mag nicht, dass wir ein göttliches Leben führen. Gott, Brasilien ist schon bei der Ideologie. Meint ihr nicht, dass er uns disst? Kannst du nochmal sagen, was du sagen wolltest? Sie hassen Zivilisation mit einfacher Kultur. Ich glaube, er hat uns gedisst, dass wir eine einfache Kultur haben. Oder dass wir Freundschaft mit einem Feind erklärt haben. Beim Rest mag er uns eigentlich ganz gut. Und der Japaner? Freundschaft und verbündet mit Feind? Wir sind drohend für ihn. Und wir haben sie denunziert. Das ist doch schon Ewigkeiten her. Weil die unsere große Bibliothek gebaut haben. Ja gut, und er mag uns überhaupt nicht. Und Menelik, unser guter Freund. Ja, wir belassen ihm das Hochland. Wir haben eine Delegation gesendet, sind Freunde, alles gut. Das ist doch eigentlich ganz erfreulich soweit. So, jetzt hopp hopp hier rüber. Endlich eine Weide erstellen. Danke nochmal in den Chat für die Erinnerung. Und dann geht's weiter mit Francis Drake. Wir gucken mal. Haben wir schon eine Weltumsegelung gemacht? Nee, ne? Wenn wir noch keine Weltumsegelung gemacht haben und wir die Ersten sind, bekommen wir dafür ganz viele Zeitalterpunkte. Und ich glaube, wir sind auch die Ersten. Lasst uns das mal versuchen. Wir wollen ja in ein Heldenzeitalter kommen. Wir können Pferde verkaufen. An unseren brasilianischen Freund. Wie viele Pferde will er denn haben? Ja, das sieht man jetzt hier wieder nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Du willst wieder Pferde haben. 8 Pferde möchtest du haben. Vernünftiges Angebot. Dankeschön, guter Freund. Ja, wir können, wenn wir Wale anschließen, die verkaufen. Aber schaut mal hier, wir hatten bis eben immer auch ein Wal im Überschuss und es will keiner Wal haben. Alle haben sie Wale schon. Guck mal hier in der Liste, schaut mal. Alle haben Wale. Keiner wird uns die Wale doppelt abkaufen. Aber ansonsten richtig gedacht, dass man die natürlich dann weiterverkaufen kann. Nur bei uns ganz konkret in der Situation leider dann doch nicht. Es brennt, aber nicht... Nein! Leute, Feurio, Feurio! Oh Gott, und unser Händler zieht gleich in die Flammen rein. Hoffentlich geht er nicht kaputt. Wer hat denn hier schon wieder gekokelt? Gibt's Raucher im Chat? Ich verhänge hiermit ein Rauchverbot. In unseren Wäldern. Magnus ist da. Das kennen wir alles. Gott, jetzt zieht er in die Flammen hinein. Ich hoffe, der wird überleben. Gott, ist das ein mutiger Händler. Durch den Waldbrand hindurch. Ich will nicht wissen, wie seine Waren aussehen. Die könnten etwas angeschmort sein. Das Fleisch wird dann Schmorfleisch sein, was er verkauft in Rapikum. Der Fisch Kilwa ist eine der schönsten Städte der Welt. Die Häuser sind aus Holz, die Dächer aus geflochtenem Gras und die Regenfälle voller Leben und Kraft.
Wir haben es geschafft, Leute. Kilwa Kisivani ist da. Eine der schönsten Städte der Welt. Bringt uns erstmal 3 Gesandte, was schon mal super cool ist. Und jetzt kommt der etwas komplizierte, aber wie ich finde, einer der mächtigsten Bonusse oder Boni in diesem Spiel. Und zwar folgendes. Wir gucken uns erstmal noch das Wunder nochmal erneut an. Kilwa ist eine der schönsten Städte der Welt. Die Häuser sind aus Holz, die Dächer aus geflochtenem Gras und die Regenfälle voller Leben und Kraft. Ja, so sieht's dort aus. Also, was macht dieser Bonus jetzt? Oh, eine Inspiration haben wir bekommen. Eine Stadt sollte bis auf 13 wachsen. Die ist jetzt etwas überfüllt. Und deshalb wird die Urbanisierung geboostet. Auch schön. Jetzt gucken wir, wo wir überall Suzeränen sind. Und überall dort, wo wir Suzeränen sind, was für ein Typ das ist. Wir sind Suzeränen in einem, wie nennt sich das? In einem Handelsstadtstaat. Und zweimal Suzeränen in einem wissenschaftlichen Stadtstaat. Das bedeutet jetzt, dass wir vor Ort hier in dieser Stadt einen 15% Bonus bekommen auf die Golderträge, die mir noch nicht angezeigt werden. Wahrscheinlich erst beim Rundenwechsel. Und wir werden hier vor Ort, das ist erst der Rundenwechsel, den wir abwarten müssen, werden wir nochmal 15% bekommen durch den Suzeränen-Bonus, den wir in einem Wissenschaftsstadtstaat haben. Und weil wir in 2 Wissenschaftsstadtstaaten Suzeränen sind, bekommen wir nochmal zusätzlich in allen Städten plus 15%, auch hier vor Ort. Wir sind in Cahokia nicht Suzeränen. Wir sind nicht mehr Suzeränen in Cahokia, stimmt. Dann war das natürlich Schwachsinn, dass wir hier nicht mehr den Bonus bekommen, aber wir müssten dann den Wissenschaftsbonus hier vor Ort bekommen. Wird der uns angezeigt? Ja, der wird uns aber auch noch nicht angezeigt. Sind wir in der richtigen Stadt? Opis? Da wird nächste Runde dann noch stehen plus 30% durch andere Bonusse wahrscheinlich. Jetzt als nächstes Schiffswerft kann man machen. Campus und Theaterplatz kommen hinterher. Ich mach mal direkt den Campus als nächstes. Und oben links seht ihr, wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Hatten vor irgendwie so ein bisschen mehr als 90 Wissenschaft. Mehr als 10% jetzt obendrauf. Beziehungsweise 15% ja obendrauf. On top in allen Städten sollten hier auch 15% dann sein. Gott, der Waldbrand hat sich weiter ausgebreitet, Leute. Was hat der Händler geladen? Silvesterböller? Raketen? Lampen? Kerzen? Dynamit? Ich weiß es nicht. Jedenfalls brennt hier schon gleich die Wüste ab. Auch hier ist der Theaterplatz abgeschlossen. Ja, machen als nächstes mal die mittelalterlichen Mauern. Denn dort haben wir einen Boost gerade drauf, 100%. Wir könnten sowieso mal gucken, wo können wir noch Mauern bauen. Wir könnten auch mal Mauern bauen. Ich weiß, was wir machen, Leute. Nächste Runde ist Politikkartenwechsel. Da gehen die beiden Karten raus. Wir holen uns einmal die Loyalitätskarte rein. Hier für die Stadt. Dass das hier nicht mehr so stark fällt. Und wir holen uns einmal die Karte rein, Limes, dass wir die Stadtmauern überall besser bauen können. Und packen mal jetzt überall schon mal die mittelalterlichen Mauern, die packen wir auch jetzt schon mal rein. Oder in die Warteschlange zumindest. Das geht dann super schnell. Auch hier, ab nächster Runde. Ach, ist ja vom Timing her perfekt. Können wir gleich hier alles einstellen. Das machen wir dann nächste Runde. Ach, der kann auch hier noch einmal eine Runde bauen. Genau. So machen wir das. Sehr gut. Weitergehen Westen. Wir wollen hier bitte die Welt aufdecken. Und eine Weltumsegelung machen. So, und wir wollten die Katapulte noch verbessern. Danke für die Erinnerung. Hier vorne und den Tribok auch. Der muss allerdings im eigenen Territorium stehen. 85 Gold, ein Schnäppchen. 165 Gold. Naja, fast ein Schnäppchen. Haben wir alles verbessert, was wir verbessern können? Ich denke ja. Haben wir noch irgendeine Einheit in unserer Einheitenliste?
Der Renner geht noch nicht. Nee. Dann haben wir alle. Galeere könnte noch vielleicht noch verbessert werden. Ja. Galeere zur Karavelle geht auch. So. Ganz viele Friedensangebote. Okay. Weil Biene Maya und Jaja, die haben Frieden geschlossen. Das ist kein gutes Zeichen. Aber Biene Maya hat hier Angkor Wat eingenommen oder zumindest gut verteidigt. Aber das heißt auch, er kann jetzt sein Militär auf uns konzentrieren. Und ich fürchte, Biene Maya hat etwas auf die Nase bekommen. Ja, so sieht's aus. Das, oh nein, brutaler Palast. Der Japaner baut auch weiterhin Wunder. Das haben wir uns angeguckt. Zeitalterpunkte, sehr gut. Geht voran. Pferde brauchen wir nicht. Eine Runde weiter. Da passiert viel. Nächste Runde ist mächtig was los. Politikkartenwechsel, Banken können wir bauen. Audienzsaal wird da sein. Hier Bürgerwachstum. Vielleicht hat sich dann die Loyalität schon deutlich verbessert. Bürgerwachstum, Schutzgebiet, auch herrlich. Maya gerade auch Bankwesen erforscht, quasi gleichzeitig mit uns. Während Brasilien schon bei der Chemie ist, okay? Wenn man der Bank 100 Dollar schuldet, hat man ein Problem. Wenn man der Bank 100 Millionen Dollar schuldet, hat die Bank ein Problem. Das muss man erstmal schaffen, dass man der Bank 100 Millionen Dollar schuldet. Als kleiner Unternehmer, als kleiner YouTuber oder Twitch-Streamer. Hi Gundabur. So. Ja, Bank sieht gut aus. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen, kleine und große. Die kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die großen lassen sich nicht lösen. Ja. Okay, Spione Bauba machen wir bestimmt. Wo fangen wir an? Wir fangen bei der Forschung an. Was Neues will gewählt werden? Ich habe lange kein Heureka mehr gesehen. Gehen wir weiter ins Militär? Oder in die Industrialisierung? Und fangen schon mal an. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir haben auch viele Minen gebaut. Keine Ahnung, was das Heureka hier ist. Wahrscheinlich irgendwie 3 Werkstätten. 2 Industriegebiete, ich weiß es nicht. Kriegen wir so schnell nicht hin. Nächste Ausrichtung. Ist die Urbanisierung perfekt? Haben wir gerade erst geboostet. Die bringt uns Wohnviertel gut für unseren Wohnraum. Ja, die werden uns helfen. Die werden wir garantiert auch noch bauen. Ist kein Spezialbezirk. Können wir also mehrfach bauen. Die brauchen wir eher nicht. Was veraltet? Die Gefolgearmee veraltet, weil die beiden Politikkarten zusammengefasst werden, die wir jetzt drin haben und austauschen müssen. Wie sieht es mit der Loyalität aus? Immer noch minus 4, obwohl die Stadt gerade gewachsen ist. Okay, da müssen wir was machen. Dann. Raus damit, raus damit. Was haben wir uns überlegt? Wir haben gesagt, wir wollen reinnehmen einmal den Limes, damit wir ganz, ganz schnell die Mauern bauen können. Und wir haben gesagt, wir nehmen rein die Limitanei. Und wenn wir es ganz ausgleichen wollten, müssten wir eigentlich noch Praetorium reinnehmen. Wir könnten dafür auf Einflusspunkte verzichten. Wir haben so viele Einflusspunkte. Wir verzichten mal auf den charismatischen Anführer. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ja, die Theologie überspringen wir gerade, genau. Sagen wir, nö, brauchen wir nicht. Was soll das? Die Politikkarten bringen uns nicht so viel. Wir haben zwei andere coole Regierungsformen. Brauchen wir nicht. Was? Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Was haben wir? Können wir nochmal gucken? Ah, kann ich mir nicht mehr anzeigen lassen. Wir haben doch jetzt auch eine Vermächtniskarte freigeschaltet. Durch unseren Regierungsplatz. Da weiß ich aber gar nicht mehr, welcher das war. Jetzt einmal angucken. Wohnraum. Wie sieht es aus mit Wohnraum in unseren Städten? Annehmlichkeiten noch gut. Plus 7. Plus 7 ist das Minimum, wenn ich das richtig sehe. Wohnraum, plus 7, plus 6, 6, 6, 4, 5, alles gut. Ob das oligarchische Vermächtnis ist, weiß ich nicht mehr. Wir hatten, glaube ich, relativ viel rumgespielt mit den Regierungsformen.
Das weiß ich, da erinnere ich mich selbst schon gar nicht mehr dran. Welchen Gouverneur wollen wir verbessern? Wir hatten tendenziell gesagt Magnus, ne? Tendenziell Magnus mit der Überschusslogistik. Gibt uns nochmal mehr Nahrung und 20% mehr Nahrung vor Ort. Die Stadt wird abgehen wie Schmidts Katze. Plus 20 Nahrung, das ist schon echt cool. Super. Ansonsten haben wir auch nirgendwo Loyalitätsprobleme. Und hier sollte das jetzt ja bei 0 sein. Gerade eben noch so, dass wir keine Abzüge haben. Ich glaube, bei unter 75 hat man die ersten Abzüge. Durch die Loyalität. Plus minus 0. Und die anderen Städte werden jetzt schnell weiter wachsen. Es wird bei den Joker-Karten auch zu sehen sein. Aber ich kann mir die Joker-Karten nicht anzeigen lassen, weil wir gerade keinen Wechsel haben. Da kann man hier leider nicht mehr durchklicken. Geht leider nicht. Hier wollen wir bitte weiter aufdecken. Wir bleiben mal auf der Höhe. Hier scheint es keine Barbaren zu geben. Keine spannenden Länder. Einfach nur geradeaus. Einmal rüber. Da bekommen wir noch mehr Zeitalterpunkte. Bombarde. Also falls es zum Krieg käme, sollte so eine Bombarde relativ günstig positioniert werden. Ich denke mal, es würde am ehesten auf diese Stadt hier gehen. Könnte man mal einen Schritt weiter, ja, an die Front schicken. Ist das sinnvoll? Ich glaube, ich ziehe mal wieder zurück. Das kann man, glaube ich, alles so lassen. Aber gut, dass die Bombarde sich bewegen kann. Weitermachen. Oh, was ist denn hier los? Hier kommen wir gar nicht durch übers Wasser. Wir müssen Umweg nehmen über die Insel. Oh Gott, was sind denn das hier für Kulturgrenzen, sagt man. Diese Brände breiten sich immer weiter aus. Macht doch mal was im Chat. Kette bilden, Leute. Kette bilden. Einmal Kette. Das fackelt hier alles ab. Bald fackelt nicht mehr lange unser Amphitheater ab. Oder unser Schutzgebiet. Gerade frisch gebaut. Hier hat er immerhin aufgehört zu brennen, der Wald. Machen wir noch eine Runde weiter. Ja, das ist Menelik. Wir könnten durchaus offene Grenzen mit ihm aushandeln. Das stimmt. Das haben wir, ja, Versprechen. Weil ich einmal rangezogen bin, ernsthaft, weil ich einmal rangezogen bin und wieder weggezogen bin? Ist das dein Ernst, Judger? Deshalb habe ich mein Versprechen gebrochen. Okay, hier ist das Feuer aus. Ich hoffe, es breitet sich nicht hier angrenzend auf die Minen bzw. auf das Handelszentrum aus. Renaissance-Mauer schon fertig. Wow, das ging schnell. 21 Wohnraum. Stadt kann und wird damit mächtig wachsen. Ja, was holen wir uns als Bezirk hier als nächstes? Wir haben keinen Platz mehr. Theoretisch könnten wir hier einen Bezirk hinstellen. Wir könnten hier noch einen Theaterplatz hinstellen. Der würde nur dafür sorgen, dass das hier attraktiver würde. Das wäre dann atemberaubend. Aber hätte keinen Nachbarschaftsbonus. Wir könnten Wunder bauen, meint ihr? Was können wir denn bauen? Apadama können wir bauen oder Koloss? Ein Handelsweg mehr wäre eigentlich hübsch. Wo kann der hin? Ah, da würden wir die Krabben kaputt machen. Wird denn der Koloss schon irgendwo gebaut? Der Koloss von Babylon, wer kennt ihn nicht? Oh, der wird gebaut. Ja, und der ist schon relativ weit hier vorne. Ja, das Kolosseum haben wir gebaut. Der ist mir, glaube ich, hier zu weit. Apadama bringt uns Gesandte, wenn wir Wunder bauen. Also für 8 Runden könnten wir hier hinsetzen. Würde auch die Anziehungskraft boosten. Wird Apadama habe ich, glaube ich, einmal immer neben gebaut und dachte danach so, ja. Wenn man nicht gerade mit China-Bild spielt als Wunderbauer, irgendwie interessant. Also wir könnten es mal mitnehmen.
Mausoleum wäre auch interessant. Ihr meint, wir sind schneller? Weil die Stadt hier so klein ist? Ich weiß nicht. Koloss oder Apadama? Apadana. Was wollt ihr haben? Eins oder zwei? Koloss, Apadana oder vielleicht doch eine Einheit oder ein Projekt? Zücke, klammer ich mal aus. Dürft jetzt einmal eure Wahl äußern.